alle schon tot. Da ist irgendwas. Alte Tradition des Plünderns.
Scheiße. Wovon redest du? Papa sagt, dass ich Ärger bekomme, weil ich mit seinem Gewehr gespielt habe. Er hat gesagt, dass du es ihm erzählt hast. Naja, Mama sagt, dass es meine Aufgabe ist, dich im Auge zu behalten. Wenn du dich nicht ständig wie eine kleine Heulsuse aufführen würdest, müsste ich das vielleicht nicht mehr tun. Petzliese, Petzliese, dir werde ich nie mehr ein Geheimnis verraten. Als würden mich deine dummen Geheimnisse interessieren. Was brauchst du denn, meine Kleine? Bin fast damit fertig, die Ersatzdecke zu flicken. Aber mir geht bald der Faden aus. Ich glaube, ich habe noch eine Rolle irgendwo in einer Schublade liegen. Ich suche morgen danach. Okay.
Klar. Wenn du was findest, frisch erst das Blut ab. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Hallo? Sicher. Ich glaub's nicht. Wir haben gewonnen. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Die Minutemen waren für uns da. Das werden wir nicht vergessen. Thank you.
Wenn du Interesse hast, wir hätten da ein paar Sachen im Angebot. Das war aber bei Gott nicht immer so. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Okay, aber übertreib es nicht mit den Camps. Da bist du ja. Hast du mal einen Augenblick? Bereit, mit mir zu reden? Wer bist du? Ich bin Ronnie Shaw. Commonwealth Minutemen. Zumindest war ich das, bevor Joe Becker getötet wurde und die Idioten den Laden übernommen haben. Joe Becker? Wer ist das? Das ist einfach nur traurig. General Becker hat früher die Minutemen angeführt. Er war der letzte echte Anführer, den wir hatten. Nachdem er gestorben ist, war keiner mehr da, der den Mut und den Grips hatte, alles zusammenzuhalten. Was willst du denn nun wirklich? Hab gehört, dass du den...